Sinn und ich freue mich, dass dein erster Gast hier ist. Johanna Ueckermann ist bei uns. Bis vor 14 Tagen noch Juso-Vorsitzende, jetzt nicht mehr. Aber dafür seit einem Tag Mitglied im Parteivorstand der SPD, gerade gestern gewählt worden. Was ist falsch, Frau Ueckermann, am Regieren und Mitgestalten? Ich glaube, am Regieren und Mitgestalten ist gar nichts falsch, wenn man tatsächlich auch Punkte umsetzen kann und das Leben der Menschen besser machen kann. Ich habe trotzdem bei der Diskussion, die es ja bei unserem Parteitag gab, zum Thema Große Koalition, habe ich trotzdem dafür geworben, dass wir zwar in Gespräche gehen, dass wir aber die Option Große Koalition ausschließen. Und das habe ich aus mehreren Punkten gemacht, nämlich erstens, weil ich der Meinung bin, eine Große Koalition darf nur eine Ausnahmesituation sein, weil sie dazu führt, dass wir keinen Richtungsstreit haben in unserer Demokratie zwischen den beiden großen Volksparteien. Das wird dann so als Konsenssuppe wahrgenommen. Und zweitens, weil ich der Meinung bin, dass man mit der Union unsere Punkte, die uns wichtig sind, eben nicht umsetzen kann. Dann schauen wir auf den Koalitionsvertrag von 2013 und stellen fest, da war irre viel SPD drin, der was sie auch umgesetzt haben. Also was ist dann trotzdem falsch? Die haben ja viel machen können tatsächlich. Absolut. Also ich glaube, wenn man sich die Bilanz anschaut, dann sieht man, dass es die SPD war, die da die Punkte reingebracht hat. Mindestlohn, die Verbesserung bei der Rente, das war alles super. Aber ich glaube, man hat gerade in den letzten Wochen der Großen Koalition schon auch gesehen, dass da die Gemeinsamkeiten eben aufgebraucht sind. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir fehlt auch das Vertrauen in die Union, dass wir Punkte umsetzen können. Die Union hat zum Beispiel auch Dinge blockiert, die im Koalitionsvertrag standen. Also das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit oder auch die Solidarrente. Und da, finde ich, muss sich die Union auch erstmal beweisen, dass es ja auch wieder Vertrauen geben kann. Sie sagen, Ihnen fehlt das Vertrauen in die Union, fehlt Ihnen vielleicht aber auch das Vertrauen in die SPD selber. Weil man könnte ja mutig da reingehen und sagen, wir haben schon viel erreicht. Gut, zwei, drei Sachen haben wir uns irgendwie wegverhandeln lassen. War vielleicht nicht nötig, hätten wir uns vielleicht bemerkbarer machen müssen. Hätten wir vielleicht auch in Konflikt gehen müssen in dieser Koalition. Müssen wir jetzt vielleicht mal besser machen und vielleicht ein bisschen selbstbewusster auftreten und aufstampfen. Wir haben ja nur 10% Rückstand zur Union. Wir haben ja eine sehr lange Debatte am Parteitag darüber geführt und ich glaube, da ist absolut klar geworden, dass angekommen ist bei ganz vielen, dass wir eben mehr zuspitzen müssen, dass wir klarer sein müssen, dass wir auch als SPD unsere Punkte deutlicher machen müssen. Das hat im Übrigen auch Martin Schulz gesagt, dass er das gemerkt hat und das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ne? Also da habe ich kein fehlendes Vertrauen, dass wir daraus auch was gelernt haben. Ja? Also könnten Sie mit der Zuspitzung doch in eine nächste große Koalition durchaus gehen, wenn es darum geht, Sozialdemokratisches umzusetzen, denn mit anderen ist es illusorisch, geht es nicht, geht also nur auf diesem Weg. Also ich bin der Meinung, dass wir auch mal andere Optionen tatsächlich auf den Tisch legen müssen. Und das hat der Parteitag ja auch so beschlossen. Wir wollen ergebnisoffen in die Gespräche gehen und das bedeutet für uns auch, dass Dinge wie eine Minderheitsregierung zum Beispiel oder andere Formen von Kooperation, dass die eben auch verhandelt werden. Auch da kann man Punkte umsetzen. Ich glaube, man darf bei der ganzen Debatte um die Große Koalition darf man nicht vergessen, dass es eben gute Gründe gibt, die dagegen sprechen. Das ist die Gefährdung unserer Demokratie, wenn es keinen Richtungsstreit gibt. Das ist aber eben auch, dass die AfD zum Beispiel zur Oppositionsführerin im Bundestag gemacht werden würde. Und das ist für eine Sozialdemokratie, glaube ich, auch Verantwortung, dass genau das nicht passieren darf. Auf der anderen Seite könnten Sie ja diesen Richtungsstreit durchaus auch in der Koalition führen. Waren wir schon mal kurz an dem Punkt? Also ich bin noch nicht ganz überzeugt, wie Sie merken. Ja, ich glaube, dass einfach viele hier auch noch ein bisschen schwanken. Das hat man in der Debatte ja auch gemerkt. Ne? Und deswegen ist es jetzt auch richtig darauf zu vertrauen, dass die Gespräche tatsächlich ergebnisoffen geführt werden und dass man die Dinge einfach auslotet. Ich erwarte im Übrigen auch von der Union, dass sie ergebnisoffen in so Gespräche reingeht. Wenn ich irgendwie höre, dass die Union schon wieder beschlossen hat, dass sie auf jeden Fall eine große Koalition wollen, dann muss ich an der Stelle sagen, so wird es nicht gehen. Auch Angela Merkel ist in der Verantwortung, andere Sachen auszuloten. Und sie ist im Übrigen auch in der Verantwortung, mal ein bisschen mutig zu sein und sich auch mal was zuzutrauen. Ja? Interessanterweise sind ja hier diverse rote Linien in den vergangenen ein, zwei Tagen ja durchaus auch von der SPD wieder zurückgenommen worden. Also es ist ja nicht so, dass man da von vornherein offenkundig so hohe Hürden aufbauen will, dass die Gespräche überhaupt nicht zustande kommen. Gucken wir auf einen anderen Punkt. Gucken wir auf die Partei selber, wo Sie jetzt Mitglied im Vorstand sind und dann auch ein bisschen mehr bewegen können unter Umständen, als von der Seite als Juso-Bundesvorsitzende tätig zu werden. Hier ist viel immer von Aufbruch und Erneuerung die Rede gewesen. Ist Ihr Eindruck, dass das wirklich in Schwung kommt? Hier? Ja, absolut. Also mein Eindruck ist, dass die Delegierten hier super offen und auch respektvoll miteinander diskutiert haben, auch sehr sachlich. Das finde ich ist schon mal auf jeden Fall
ja, ein wichtiger Schritt hin zur Erneuerung, dass wir da im Umgang auch irgendwie anders werden. Und dann bin ich der Meinung, dass wir natürlich programmatisch weiterarbeiten müssen. Das ist für mich der größte, wichtigste Baustein bei der ganzen Erneuerungsfrage. Und da hat man auch gemerkt, bei ganz vielen Wortmeldungen, aber auch bei den Reden der Parteispitze, dass die Themen wie Digitalisierung, was verändert sich da in der Arbeitswelt, oder auch die Frage der Flucht und Migration, also diese Fragen, die uns in Zukunft beschäftigen werden, dass das auf dem Schirm ist. Und das will ich auch im Parteivorstand auf jeden Fall vorantreiben, dass wir uns da nicht um Antworten drücken, sondern dass wir da tatsächlich diskutieren mit allen Mitgliedern und endlich Lösungen finden. Das sind ja Themen, die da gewesen sind. Ist ja nicht so, dass sie jetzt neu erfunden wurden. Die Digitalisierung hat die Partei ja immer wieder von gesprochen, auch von zum Thema Flucht und Migration. Wo muss der Unterschied sein zu dem, wie es bislang behandelt worden ist? Ich habe den Eindruck, dass wir die Themen hauptsächlich an der Oberfläche gekratzt haben in den letzten Jahren und dass wir immer viel auch zum Beispiel bei Digitalisierung über die Gefahren auch gesprochen haben, weniger auch über die Chancen, die da tatsächlich drin liegen. Und ich glaube, man muss ja an der Stelle sich eben auch ehrlich machen. Digitalisierung wird unsere komplette Arbeitswelt umwälzen. Und es wird Aufgabe der Sozialdemokratie sein, deutlich zu machen, dass es trotzdem niemand Angst haben muss, seinen Job zu verlieren. Dass wir diese Unsicherheit, die es da, glaube ich, auch bei vielen gibt, nicht mehr mitzukommen, dass wir da Lösungen präsentieren. Und ich glaube halt, dass diese Debatte, damit sie nicht an der Oberfläche bleibt, breit geführt werden muss mit unseren Mitgliedern, mit den Gewerkschaften, insbesondere aber auch mit den jungen Leuten, die in unsere Partei eingetreten sind. Wir haben so viele neue Mitglieder, die sind ja auch quasi, haben dann vielleicht nochmal ganz andere Impulse und Ideen. Und dieses Potenzial, was wir haben, das müssen wir einfach heben, ja. Da werden wir das beobachten und gucken, ob Ihnen das gelingt. Johanna Ueckermann, neu im Vorstand der SPD und bis dahin Vorsitzende der Jusos, hier bei uns im Gespräch an diesem dritten und letzten Tag dieses Bundesparteitags der SPD.